Wie gesagt, was wir halt mal machen könnten, wäre da wirklich eine Straße hinbauen. Das müsste man dann ja hier durchziehen, durch diese Landschaft. Ich meine, Schotter hätten wir genug. Pflastersteine haben wir auch genug. Eigentlich bin ich fast am Überlegen, ob wir nicht Pflastersteine gesäumte Schotterstraßen machen. So, und da könnte man ja von da hinten, also dieses Niveau Sand, das könnte man ja eigentlich abtragen. Das bräuchte man ja in dem Sinne gar nicht. Ach, hau doch ab. Das bräuchte man in. Ja, stimmt, da war ja was. Mein Inventar war ja voll. So, das heißt, diese Edelmetalle und Eisen und dergleichen, die sollte ich vielleicht erstmal in den Keller packen. So, und dann könnte ich vielleicht mal das ganze Zeug wieder kombinieren. So, und da unten war ich. Was wollte ich denn da machen? So, da waren Metalle und Waffen. Gut, das heißt, Metalle gehen erstmal wieder zurück. Metalle. Dann können wir dich nochmal darüber tun. Dich können wir darüber tun. Okay, ach, Waffen waren auch hier. Das heißt, den würde ich eigentlich fast dahin tun. Ich habe einen Diamant. So, den können wir auch noch irgendwo hin tun. Zum Beispiel da. So, was steht denn hier? Da ist Holz. Da ist Glas, da ist Stein, da ist Erde, da ist Wüstenstein, da ist Schotter. Schotter wollen wir loswerden. Da sind Farben, da sind Wolle und Stoffe, da ist Gerümpel. Also kann man hier die Flints noch draufbauen. Da haben wir noch Obsidian. Da können wir ja mal unsere Knochen reintun. Genau. So, und dann würde ich eigentlich hier mal sagen, dich möchte ich mitnehmen. Weil ich zu dir sagen möchte, perfekt. Mitnehmen. Super. Dann haben wir 31 von diesen, was schon mal gar nicht so schlecht ist. Ich würde, ach ja, dich wollte ich auch noch mitnehmen. Dann würde ich hier mal kurz im Inventar mal schauen nach meiner Rüstung. Die Hose würde ich vielleicht ersetzen wollen. Kann man die nämlich da rein tun. Okay. Und da war ich am Überlegen, ob ich mir nicht vielleicht irgendwie eine Verbindung nach sonst wo mache. Allerdings bin ich mir da noch nicht so sicher. So, Stein an und für sich habe ich ja genug. Stein an und für sich habe ich ja genug. Hier hinten habe ich auch noch genug Fächer. Ich sollte vielleicht wieder was essen. Ja, gut, das war jetzt einer zu viel. Nichtsdestotrotz sollte ich mir vielleicht zur Abwechslung mal die Hälfte von denen mitnehmen, vielleicht die andere Hälfte. Dann können wir nämlich mit denen, habe ich hier noch Stäbchen? Ja, Stäbchen habe ich auch noch, das ist gut. Dann können wir nämlich mit denen mal darüber gehen. Darüber gehen. Da oben, wie gesagt, da oben habe ich ja Experimente gemacht mit einem Minenwagen. Das können wir ja später auch noch machen. Sieht auch nicht so schlecht aus. Gut, und dann würde ich hier mal durchgehen.
So. Und so. Und so und so und so und so. Und dann wären wir ja schon mal hier. An dieser Stelle. So. Oh, da unten haben wir eine Spinne. Gut. Wie gesagt, was wir halt machen können, ist, wir können es wirklich auf diese eine Höhe bringen. Wir können aber auch mehrere Schichten reinziehen. Das ist ja auch noch eine Möglichkeit. Was ich halt wirklich gerne machen würde, wäre mal das Gezuppel in der Mitte da wegmachen. Und da unten diese Spinne. Aber wenn ich das jetzt alles richtig sehe, was ich mir da gerade so einbilde und vornehme, dann kann ich eigentlich erstmal nur sagen, wir gehen ins Inventar, wir schnappen uns ein paar Stäbchen, tun wir noch einen drauf. Na gut, vielleicht machen wir das auch so. Lassen einen hier, tun den dann mal da drauf, machen das so, zack, zack, Hälfte, zack. Und dann sagen wir hier vielleicht noch, zack. So. Das sind ja jetzt die Dinger, die ich habe, die ich auch haben darf. Ganz legal erworben. Dann nehme ich mir doch mal eine. Knall die mal dahin. Mach das so. Vielleicht mal so. Und dann sage ich an dieser Stelle erstmal danke für die Aufmerksamkeit. Ich wünsche euch noch eine tolle Zeit. Ich denke, die Staffel ist jetzt rum. Wenn nicht, werde ich es genauso schneiden. Also ich denke, Material habe ich genug. Wenn das Material mehr sein sollte, als ich brauche, dann werde ich es genauso schneiden, dass die Staffel jetzt hier an dieser Stelle aufhört. Wir machen da in der nächsten Aufnahmestaffel oder ja, mein Teststaffel weiter an dieser Stelle. Da werden wir uns dann mal hier um diese Großbaustelle kümmern, dass wir hier mal alles auf ein Niveau bekommen. Und ansonsten bedanke ich mich erstmal für die Aufmerksamkeit, wünsche euch noch eine tolle Zeit. Wobei es schon sexy aussieht mit diesen Felsen hier drin, ne? Das ist schon nicht ohne. Auf der anderen Seite, wenn ich da unten wirklich ein Dorf haben möchte. Wie auch immer. Ich bedanke mich an der Stelle jedenfalls für die Aufmerksamkeit. Wir entscheiden dann in der nächsten Staffel, was hier so passieren wird. Bis dahin wünsche ich euch eine tolle Zeit. Cheerio mit Au. Und man sieht sich.